Oi, mein Gott. Digga, sieht das geil aus. Digga, die Mod ist so nice. Und? Oh mein Gott. Minecraft. So Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Kingdom Staffel 2, es ist Folge 3 und ich möchte mir das stärkste Schwert im Spiel bauen. Ja, let's go. So, zum Anfang an, ich habe alle Materialien dafür schon gesammelt. Quarz, polierten Rosenquarz, davon müssen wir gleich noch einen machen. Den machen wir mit Quarz und Redstone, Eisenbarren und Zinkbarren. Und daraus können wir uns das stärkste Schwert craften. Ich zeige es euch einfach mal. So, also ihr seht es hier rechts, das ist dieses geil, das Quarz hört. So, wenn wir drauf gehen und dann auf mechanisches Bauen, sehen wir einmal, dass wir zwei von diesem polierten Rosenquarz brauchen, Gold, dann zweimal Eisenblech und einmal Quality Tool Handle. Und das mache ich jetzt dann mal gleich und dann kriegen wir hier dieses Glided Quarz wird raus. Übrigens habe ich mir jetzt eine Rüstung ausgesucht in Minecraft Kingdoms und zwar bin ich Full Kupferrüstung, das heißt mein Equipment wird Kupfer sein. Und ja Leute, ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal auf den Weg Richtung Fabrik gehen. Wundert euch nicht, wenn sie ein bisschen laggt, Hattilo hat da sehr viel hingebaut und ja Leute, let's go. So Leute, und ihr seht schon, also ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es backt ziemlich rum. Und ich möchte mir jetzt dieses Schwert craften. Ich habe im Moment dieses Kupfersword. Das macht 6 Angriffsschaden und 1,5 Angriffgeschwindigkeit. Jetzt gibt es aber noch das, Quarzschwert und das macht insgesamt 8 Angriffsschaden, also so viel wie ein Netherite-Schwert, aber 1,8 Angriffsgeschwindigkeit. Wir können gleich nochmal gucken, wie viel das Netherite-Schwert hat. Es hat genau 0,2 Angriffsgeschwindigkeit mehr als das Netherite-Schwert. Das heißt, es ist für mich das beste Schwert aus dem Spiel. Wir haben hier noch ein XP-Schwert, das kann aber eigentlich gar nichts. Das Lucky Sword, das ist eigentlich das beste Schwert mit Angriffsgeschwindigkeit. Aber da passieren immer irgendwelche komischen Sachen, dass irgendwas explodiert oder so. Das heißt, das Schwert ist eigentlich ziemlich kacke. Das Schwert ist das zweitbeste nach dem Quarzschwert. Also das Kupferschwert ist das zweitbeste nach dem Quarzschwert. Das Zinkschwert ist auch okay, das ist sogar noch etwas besser. Also 0,1 Angriffsgeschwindigkeit mehr als das Kupferschwert. Also die zwei sind auch sehr gute Favoriten, aber dann gibt es noch dieses hier, das hat dann nochmal 1 Angriffsschaden und 1,6 Angriffsgeschwindigkeit. Das ist dann sozusagen der zweite Platz. Ich habe mich dann verirrt, das ist der zweite Platz, das Brasswort, danach kommt das Quarzschwert, danach kommt das Zinkschwert und danach kommt das Kupferschwert. So, und ich möchte mir jetzt aber gleich das beste Schwert machen. Also Leute, let's go. So, zuallererst müssen wir im Crafting Table uns diesen Stick machen. Den machen wir so, indem wir zwei Zinkbarren übereinander machen. Jetzt haben wir zwei Quality Tool Handle Sticks. Als nächstes wollen wir uns das Rohquarz machen. Dafür platzieren wir hier oben Redstone und machen den Rest hier aus Quarz. Perfekt. Hat natürlich nicht geklappt. Ich muss noch mal kurz schauen. Obwohl... Hä, ich hab's doch richtig gemacht. Ah, nee, ich hab's vertauscht. Bruh. Oh mein Gott. Also hier kommt Quarz hin und der Rest kommt aus Redstone. Perfekt. Jetzt haben wir hier einen Rosenquarz. Dieser Rosenquarz muss jetzt, wenn wir nochmal auf dem Quarz sind, der muss jetzt dann hier in diese Presse rein, die wir haben. Dann kommt dieser polierte Rosenquarz raus. Danach kommt in die Presse noch die Eisenbarren. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es geht. Ich muss mal... gucken, geht's so? Ich muss noch mal kurz nachfragen. Ey, wartet mal. Wartet mal kurz. Wie mache ich das, dass das glatt geklopft wird hier an der Presse? So.
Ja, ich will's polieren. Ja, aber ich will's polieren. Dafür brauche ich das hier ja. Haben wir das? So, Leute, das war auch gerade wieder sehr nett. Ein kurzes Tauschgeschäft gemacht. Jetzt lege ich das hier einmal drunter. Das ist genau hier. Und jetzt brauche ich noch dieses Sandpapier, oder wie? Ich habe das noch nie gemacht. Ich kenne mich mit der Mod nicht aus. Ja. Ja. Ah, nice. Dankeschön. So, danke. So, Leute, ich muss mir hier kurz helfen. Ich kenne mich nämlich null mit dieser Mod aus. Die haben hier so viel gebaut, Alter. Ich habe von dieser Mod noch nie was gehört. Die haben die alle schon gespielt, die Mod. Naja, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal belesen. Aber jetzt habe ich hier diese zwei polierten Rosenquarz. Und jetzt möchte ich noch diese glatte Scheibe machen. Dann packe ich, da würde ich sagen, das hier einmal. Ups, das wollte ich nicht. Das kann weg. Packe ich das hier einmal hin. Okay, mal sehen, wie lange es dauert. Nice. Jetzt haben wir sieben Eisenblech. Und jetzt können wir nicht das Schwert schon machen. Mechanisches Bauen. Wir brauchen nur noch Gold. Dann können wir das Schwert machen. Haben die hier zufällig Gold in der Kiste? Nee, okay, Leute. Dann hole ich noch mal kurz das Gold aus meiner Kiste und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder zurück in der Fabrik bin. So, Leute, ich bin wieder da und ich habe es einfach geschafft. Ich habe alle Materialien. Übrigens habe ich hier einen Bärenmantel, Schwarzbärmantel. Sieht sehr nice aus. Wir haben noch ein paar Wolfsmäntel und so. Jetzt will ich aber erstmal gucken, wie das denn hier funktioniert. Okay, ich muss mir das nochmal anschauen. Amboss, genau, um das dann zu verzaubern. Ich brauche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Also ich probiere es einfach mal. Ich bin mir unsicher, ob es klappt. So, Gold. Ich weiß nicht, wie es geht. Muss ich das jetzt nach dem Ding Rezept machen? Alter, ich habe keine Ahnung, wie so ein Ding funktioniert hier. Oh mein Gott. Gott, ey. Kannst du mir hier noch mal kurz helfen mit dem, ja. Bei dieser Maschine hier. Ich möchte mir was craften mit dieser Maschine, aber ich weiß nicht, wie es geht. Ein Schwert. Das Quarzschwert. Das Beste hier auf dem Server. Das ist, mechanisches Bauen, diese Maschine da. Nein, ich habe alles. Ich weiß nicht, wie ich das crafte. Ich habe alles dazu, was ich brauche, aber ich stehe jetzt vor dem Ding hier und. Okay. Ich will ein Schwert craften, hier an diesem Ding da, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe alle Materialien. Also das. Kann. Ja, dann kommt hier die zwei Platten. So, jetzt habe ich's. So, Leute, wir craften gerade mein Schwert und der Alpha-Meister, nee, Kappelmeister, der hilft mir jetzt mal gerade wieder. Der Meister ist wieder da. Restlichen Slots zumachen. Ah, okay. Oha! Das sieht geil aus. Oi! Mein Gott! Digga, sieht das geil aus. Digga, die Mod ist so nice. Und? Oh mein Gott. Let's go! Nice! Ich hab das Schwert. Oh mein Gott, ey. Geil! Das sieht so geil aus, Alter. Du kannst durchschauen durch das Schwert. Das ist unsichtbar. Das ist so leicht unsichtbar. Du kannst leicht durchschauen durch das Schwert, wenn du es in der Hand hältst. Geil, Alter.
so geil. Jetzt muss ich mir noch die perfekten Verzauberungen angucken und dann hab ich das beste Schwert hier auf dem Server. Ja. Oh mein Gott, ey. Danke. So, Leute, und oh mein Gott, ich hab dieses Schwert einfach. Schaut euch das einfach mal an. Ich kann hier einfach durchschauen. Durch das Schwert. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich zoome mal ran. Ich kann einfach durchschauen. Oh mein Gott. So, jetzt hole ich mir noch eine nice Verzauberung. Schärfe kann ich drauf machen. Dann packe ich das drauf. Schärfe 1 ist schon mal auf dem Schwert drauf. Oh mein Gott, Alter. Nice. Ey, ich bin jetzt so froh, dass ich dieses Schwert habe. So, und jetzt würde ich aber sagen, war es das mit diesem kurzen Video? Ich glaube, es war nicht lang, ein ganz kurzes Video, wo ich mir hier die beste Waffe auf dem Server mache. Im nächsten Video baue ich hier meinen Geheimbunker aus, also wäre es cool, wenn ihr wieder vorbeischauen würdet und einschalten würdet. Ich bin immer noch sehr gehypt auf das Projekt und ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und ciao.